Hört, hört. Nicht beim Deutschen Fernsehpreis. Nein. Aber scheinbar muss man so reif einen Podcast fertigen, damit man in Nürnberg leben darf. Granatapfel geladene Sequenzen. Im Hintergrund hören Sie noch den Ausklang des Podcastes Deutscher Fernsehpreis mit und von galacom.tv. Ja, es ist unfassbar. So, es ist unfassbar. Alles Paletti oder Spaghetti? I don't know. Warum sage ich so auf? Immer wieder das Gleiche, wer anders aufsagt, der länger bleibt. Die Berlinale ist schon vorbei. Die nächste kommt. Mit oder ohne galacom.tv? Ich weiß es nicht. Ich bekam heute Morgen von einem Richter, schau mal, was ich für dich habe, eine Nachricht. Ich komme schon vor, als wäre ich im Nachrichtenstudio. Nein, mit dem zweiten ist man öfters am Ort der Geschehen. Visuell und auch akustisch. Bramsche. Schockierend. Ich habe gedacht, ich lese falsch. Der Nachbar erschoss ein Kind von 16 Jahren. Es war zu laut. Bei mir ist es so, die Hefe spricht zu stark. Man hat mein Gefährt mal manipuliert. Daraus resultierte ein Unfall. Was genau gemacht worden ist, möchte ich hier nicht sagen, wegen Nachahmer, aber Beweise gesichert. Näheres erfahren Sie unter dieser E-Mail. tvgalacom@gmail.com. Ein Tag im August ist nicht wie jeder andere. Ich kann es Ihnen sicher beweisen. Bekannt bin ich, weil ich Notfälle lösche. Der eine löscht so, der andere löscht mit Autos, mit einer Autovermietung oder mit Küchenaccessoires. Ich lösche mit Worten und VIP-Kontakten. Warum? Weil ich gefragt werde. Wie oft? Zu oft. Der hier spricht hier. Das Foto, dank 24 Stunden Mountainbike-Rennen Olympiapark. Auch dort traf ich einen Richter. So wie heute kommunizierte ich zum 20.08.23 mit einem Richter. Windschammer, das ist ein Junge gewesen, leider 16 Jahre aus Bramsche. Ich wiederhole mich. Was macht jetzt die Mutter? Wie geht es der Mutter, der Familie? Die Grausamkeiten von Menschen und daher auch das Buch, was ich immer besser verstehe, Mensch, Bestie von Dr. Thomas Müller. Er war auch bei Lanz. Und da werde ich auch bald sein. Was ich da auspacke, das, glaube ich, ist für Sie ganz schwer zu verstehen. Einen Moment bitte. Diesen Moment haben Sie garantiert. Bitteschön. Das habe ich dann heute Morgen von ihm bekommen. Haben Sie noch Worte? Ich nicht.
kann in jeder Sekunde, an jedem Ort passieren. Hochachtung an die Fotografin Sina Schuld. Ein Beitrag von Bastian Schlüter und Christoph Schuld. Unfassbar, der 28. Februar 2023. Hier können Sie weiterlesen. Wann setzen wir präventiv Instrumente ein, dass so etwas nicht passiert? Das ist die schwerste Frage für jeden Menschen. Ich erleide derzeit einen Alarmterror in jeder Sekunde. Wer hätte das gedacht? Beim Deutschen Fernsehpreis präsent. G8-Gipfel, Bush, Putin, Tony Blair, präsent. Deutscher Filmpreis, Deutscher Fernsehpreis, Bayerischer Filmpreis, Bayerischer Fernsehpreis, Muhammad Ali, Geburtstag in Wien. Auf den Gipfeln dieser Welt, bei Herrn José Manuel Barroso. Wo nicht? Bei Jubi ist das auch. 80 Jahre Filmhistorie. Die größte Filmpräsentation 2009. Und in Nürnberg brennen nicht nur die Häuser, die Straßen. In Nürnberg brennen auch die Seelen. Vor einiger Zeit, circa 2 Jahre, wurde ein Kind sichtbar gezwungen, in den Kindergarten zu gehen, von einem chinesischen Vater. Ich holte einmal die Polizei, weil es auch geschlagen hat an die Türe. 2-mal, 3-mal. Wir wissen Bescheid. Eine komplizierte Familie, laut Jugendamt. O-Töne. Gut, halte ich mich raus. Vater mit Mutter und Kindern. Gezerrt immer in die Schule oder Kindergarten, in dem Fall Kindergarten. Sehr auffällig. Strangulierend an den Handgelenken. Verzogen sich aus dem sogenannten Tätigkeits-Auffälligkeitsraum in einen anderen Bezirk. Ich hörte dann wiederum gewisse Stressfelder. Ich soll mich aber raushalten. Interessant, nicht? Es müssen erst Taten folgen. Ich möchte mich raushalten. Ich wäre froh gewesen, wenn draußen jemand irgendwo sagt, du pass auf, lass den bitte in Ruhe, der tut euch nichts, der schaut halt anders aus, er spricht anders, hat eine andere Hautfarbe, er fährt nur mit dem Fahrrad, weltweit, aus Umweltgründen, etc. Pipi. Nein. Schauen alle weg. Schauen alle weg. Das wird verfilmt. Und die Täter, die werden platziert in diesem Film. Und dann möchte ich sehen, was die für Worte und insbesondere zu den Laborwerten auszusagen haben. Guten Tag. Und da bin ich der Boss bei diesem Film. Und deswegen habe ich jetzt von der WM 2006 von einem Manager, ein Bekannter von Herrn Baldassarini, diesen Ball bekommen. Und jetzt steht er genau hier. Denn jeden Tag. Vielleicht noch ein paar Sachen zu den Rollen von mir und Udo. Entschuldigung, wer ist das? Steuerpotenzial. Na, das brauchen wir jetzt nicht. Denn wenn der Mensch nicht mehr leben kann, dann kann er auch keine Steuern produzieren. Oder doch? So, Udo wird die ganzen Hacks raushauen. Ich werde die Prinzipien erklären. Wir werden es immer wieder abwechselnd machen, weil ich spreche schon schnell. Udo spricht noch sehr viel schneller. Also, wir werden wichtige Grundlagen machen. Das werde ich vor allem machen. Nämlich der Nummer 1 Fehler, der dem Staat Milliarden bringt.
Nämlich, dass die Leute denken, dass man Steuern delegieren könnte und warum das ein schwerer Denkfehler ist. Das werden wir euch beweisen. Und dann werden wir in das Steuerspiel eingehen, dass der eine oder andere... Jetzt überspringe ich mal, weil es geht ja nicht um Steuern. Wobei die Menschen, die nicht umgebracht werden, die nicht vernichtet werden, die sind für den Staat auch gut, weil die Steuern bringen, nicht? Dann steuern wir mal jetzt anders. Jeden Tag sind sie am Ort der Geschehen. Jetzt ist der Akku fast leer, Entschuldigung. Und wenn die Seelen brennen, kommt dann die Klinikseelsorge mit dem Sanker? Oder der Pastor? Schon komisch, ne? Ich danke Montis Einsatzfahrten. Damit es nicht heißt, ich nutze Medien nicht gegen Gegenleistung. Bitteschön. Jetzt habe ich meinen Soll erfüllt und jetzt zurück zum eigentlichen Skandal. Richter haben es oft sehr schwer, die Klarheit zu finden, was stimmt und was stimmt nicht. Wenn aber jemand Auffälligkeiten, erfundene Auffälligkeiten, die nachgewiesenerweise nicht vorhanden sind, trotzdem unterschrieben werden, dann sind das 7 oder 6 bei 6 Unterschriften Falschaussagen. Und was gibt eine uneidliche Falschaussage? StGB, bitte nachschauen. Ich habe nur meine Klappe gehalten vor Gericht. Denn ich war auch jetzt vorgestern in einem Lebensmittelmarkt und habe gefragt, wenn hier eine Fliege auf dem Obst sieht, muss dann der Filialleiter sofort die Fliege machen? Nein? Doch? Oder doch? Muss er die Fliege machen? Ich frage die Fliege, ob am Montag sie nochmal da ist und ob sie die Fliege ist vom Freitag. Ich weiß genau, was ich sage. Ja, Sie müssen aufpassen. Sie müssen aufpassen. Ich verfilme alles. Weil ich aufkläre, so wie der hier. Das ist kein geringerer als der hier. Dr. Thomas Müller. Können Sie lesen? Ist gut so, nicht? Warum mache ich das? Weil ich innovativ für das Recht bin. Wie diese Künstlerin hier. Die hat sich auch was dabei gedacht. Oder ist es auch Müll, weil ich so eine Kunst in meiner Wohnung habe? Nein, nicht? Oder doch? Oh, Entschuldigung. Das kann sein, ja. Es wird so lange gedreht, ja. Es wird so lange gedreht. Bis ich genau da sein werde. Berlinale. Ich hoffe, Herrn Koslik geht es gut. Er weiß, wer ich bin, was ich mache.
Und ich finde es gut, was er ins Leben gerufen hat. Wer anders ist, der anders bleibt und Zeichen setzt. Leute, man kann auch dieses Rezept anwenden. Wenn Sie in der Wohnung zu viel Fliegen haben, anstatt einen Kinderbotschafter zu diskreditieren, zu diskriminieren, zu stalken, zu mobben und was noch? Zu diffamieren. Was die Recherchen bis jetzt, August 23, ergeben haben, das passt nicht nur auf eine Kuhhaut. Und wenn die Menschen, die Verursacher, vielleicht mal sich anders ernähren würden, vielleicht hätten sie dann nicht so eine depressive Ader, den anderen Mitmenschen zu präsentieren. Und ich weiß, warum ich darüber spreche. Demnächst fahre ich zu Birne. Ist es der Birne? Also das ist der hier da, ne? Der, Moment, ich zeige es Ihnen ganz genau, ja? Der hier. Der vom FC Bayern. Das Maskottchen. Und ich frage ihn, welches Maskottchen hat er eigentlich für Zivilcourage? Ich bin gespannt, was er sagt. Granatapfelstarke Argumente zum Aufklären von Inhumanitäten. Ich bring Licht ins Dunkel. Das darf doch wohl gesagt sein, das darf doch wohl platziert sein. Denn morgen könnte es einen nächsten Mobbing-Fall geben. Möchten Sie das? In Deutschland? Nein. Ich glaube, da gehört vorher eine rote Karte gesetzt. Das ist Video-TV. Ja. Ich bin bekannt dafür. Gala.com, TV No Limits. Das war anlässlich des Airbuses 380 Frankfurt, New York mit dem Chefelektriker. Herrn Keller, vielen, vielen Dank. Vorher noch bei Dr. Josef Ackermann schnell vorbeischauen dürfen in Düsseldorf, Zukunftspreis Award 2015. Ich bedauere natürlich, dass ich hier nur um einen Seelenbrand spreche. Aber daraus kann bald ein Flächenbrand sein. Jede Sekunde zählt. Schauen Sie hin, schicken Sie mir eine E-Mail. Die nächste Gala kommt bestimmt. Und dann spreche ich doch den einen oder anderen Superstar an. Nicht nur Dirk Nowitzki. Es gibt wieder was zu retten. Schreiben Sie eine E-Mail an tvgala.com@gmail.com. So, jetzt habe ich genug gesagt. Wer möchte mir etwas schreiben zur Erinnerung, bitteschön. tvgala.com. Für Sie stehe ich auf dem Kopf. Und deswegen habe ich Sie auch auf dem Kopf eingeblendet. Warum? Damit Sie sich fragen, mein Gott. Was macht der denn da? Wie filmt der denn da? Ich filme anders, damit Sie es länger im Unterbewusstsein haben. Dann wissen Sie, wer setzt sich rasierklingenscharf für Sie ein. Dank? Na, haben wir hier keine Werbung? Das ist aber schlecht. Das ist aber schlecht. Aber da haben wir sie, schauen Sie.
kann der nächste sein. Gillette. Bis bald. Genug gesagt? Sicher noch nicht genug getan. Dann bis gleich. Ich warte auf Sie. Ob Sie ein Opfer sind? Ein Mäzen? Ein Sponsor? Ein Investor? Oder ein Gönner? Gleichgesetzt Mäzen. Denn plötzlich erfahre ich einen Anruf. Und dann hat es geheißen, wenn die Tochter verlangt von ihrem Vater in Fürth eine Miete, damit er hier wohnen darf. Also die Tochter verlangt von ihrem Vater über 1000 Euro, damit der im Haus der Tochter wohnen darf. Schau mal, das kapieren? Ist doch unglaublich, oder? Ja, das habe ich heute erfahren. Da steigt dann der nächste Sitten-Podcast in eigener Sache für diese Familie. Aber zuerst muss auch da das gegenwärtige Opfer in, wie nennt man das? Sicherheit gebracht werden. Das ist Mensch August 23. Also, wenn man hier nicht zum Löwen wird, ne? Alles für die Kinder und so, ne? Ja. Hallo? Na, sind Sie auch so gefährlich wie manche Töchter? Dann wird man zum Hirsch. Na dann, alles Gute, deine Polizei. Und so am Rande möchte ich dann nochmal erwähnen, aus diesem Grund braucht man Filmrequisiten. Ja, Filmrequisiten. So wie diese Boxrequisiten, weil man sich durchboxen muss im Leben. Ja, das ist alles Müll, das weiß ich. Naja, Müll ist dann Müll, wenn der Horizont am Limit ist. Das ist meine Erkenntnis. Haben Sie verstanden? Nicht? Ich zeige Ihnen jetzt noch was. Dem hätten Sie es mit Sicherheit nicht sagen dürfen. Wem? Dem, den Sie gleich vernehmen können. Es handelt sich jetzt nur um ein Foto. Denn der zeigt die Gesicht. Vielen, vielen Dank für diesen Empfang zum Geburtstag 2006. Bei minus 25 Grad. Da war mir kein Weg zu weit, um den Größten des Planeten zu treffen. Der 96, 3,2 Milliarden Menschen mit der entfachten olympischen Flamme aus Atlanta begeisterte. Guten Tag. Ich lasse nichts aus, das ist richtig. Und ich zeige Gesicht. Weltweit. Hand in hand for a better planet. All your best. Ciao. Herr Baldassarini, es wird Zeit, dass wir uns nochmal treffen. Nicht nur beim Skifahren in Kitzbühel. Ciao, ciao.